Jack Tango erzählt Sagen. Die Märsche Tilbeck. Zu einer Zeit, als das Münsterland noch eine wilde, urwüchsige Gegend war, gab es in der Nähe von Schabdetten ein Gasthaus. Das hieß Adamshöck. Der Wirt war ein fülliger Mann mit einer durchdringenden, tiefen Stimme. Und wenn er lachte, da klirrten die Krüge auf den Tischen und schallte sein Gelächter bis weit hinaus auf die Straße. Das Gasthaus hatte man ganz mit dunklen Eichendielen vertäfelt. Und es gab nur winzige Fenster, so dass es selbst zur frühen Mittagsstunde düster und das Licht funzelig war. Tische und Stühle standen eng beieinander, so eng, dass man kaum dazwischen durchkommen konnte. Und es staunte, doch sehr viele Leute dort Platz fanden. Dieses Adamshöck war weithin bekannt und berüchtigt wegen der wüsten Trinkgelagerer, die insbesondere am Samstagabenden stattfanden. An den niedrigen Tischen hockten dann seltsame Gestalten, die laut die Karten aufs Holz schlugen. Und immer wieder kam es zu Streitigkeiten, bei denen nicht selten Messer gezückt wurden. Und der Wirt alle Hände voll zu tun hatte, die Hitzköpfe zu besänftigen oder aber vor der Tür zu werfen. Landesknechte saßen mit roten, glänzenden Gesichtern um den Herd herum. Zimmerleute, Küffer und Wagner standen am Tresen und erzählten einander die haarsträubendsten Geschichten. Am Herdfeuer aber köchelte stets ein scharf riechendes Süppchen, in das der Wirt wieder und wieder Kräuter und Gewürze hineinwarf. Dann nahm er eine Kelle und kostete, laut schlürfend, von dem brodelnden Gebräu, wischte sich mit den Handrücken den Schaum vom Munde und grunzte zufrieden. Und an jeder, der hungrig einkehrte, bekam einen Teller davon vor die Nase gestellt. Und alsbald brannte ihm die Kehle. Und er musste mit Bier und selbstgebrannten nachlöschen. An einem Abend, als das Bier in Strömen floss, der düstere Raum gänzlich von Rauchschwaden durchdrungen und der Gesang besonders laut war, saß an einem Tisch in der hintersten Ecke die Märsche Tilbeck. Sie lebte auf dem Hofe Schulze Tilbeck und war eine beleibte Frau mit rundem Gesicht und kräftigen Händen, die gut zupacken konnte. Ein Netz roter Äderchen überzog ihre Wangen. Und ihr Kleid schien jedes Mal aus den Nähten zu platzen, wenn sie tief Luft holte und sich ihr gewaltiger Busen hob. Beim Adamshöck, ein gern gesehener Gast, war sie stets ärmlich und langte stets gut zu. Beim Biere, ohne dass sie jeweils unfreundlich oder gar laut geworden wäre. Sie hockte sich auch diesmal auf ihren Stuhle, aß von der Suppe, trank von dem Bier und hörte schmunzelnd den Reden und Gesängen der anderen zu. Schließlich winkte sie dem Wirte, um ihre Zeche zu bezahlen. »Na, Märsche, willst du etwa schon gehen?« fragte der Wirt. »Soll sein. Hab noch einen weiten Weg nach Hause«, antwortete die Märsche und begann in ihrem Beutel zu kramen. Der Gastwirt stemmte die Hände in die Hüften und wartete ab, während sie suchte
und suchte. Man hörte es laut in ihrem Beutel klimpern. Und die Märsche schüttelte und schwenkte ihn hin und her. Dusend, dusend Kindeut, murmelte sie missmutig. Zwei Landesknechte, die zusammen mit einigen Herren vom Münsterschen Landrat eingekehrt waren und nun am Herd lehnten, unterbrachen ihre Unterhaltung und blickten zum Märsche hinüber. Die beiden waren tatsächlich finstere Gesellen und hatten vom Schnaps rote Nasen und ihre Augen glänzten fiebrig. Dem Jüngeren der beiden wuchs eine beachtliche Hakennase aus dem Gesicht, die ihn adlerähnlich und verschlagen aussehen ließ. Der Ältere jedoch wirkte noch weitaus fürchterlicher. Entstellten doch rote, wulstige Narben seine Wangen und Stirn. »Habt ihr etwas von Dusens gehört?« flüsterte der eine, und der andere nickte. Und seine Augen fingen noch mehr an zu glänzen. Scharf beobachteten sie die Märsche, die doch endlich fündig geworden war. Dem Wirte das Geld entgegenhielt und sich schwerfällig und schnaufend von ihrem Stuhl erhob. »Hast du den prallen Beutel gesehen?« raunte der Ältere der Landesknechte. Dann steckten die beiden ihre Köpfe zusammen und tuschelten miteinander. Und während die Märsche das Gasthaus verließ, zahlten die beiden rasch und verdrückten sich still und ohne Aufhebens. Drinnen lachten und johlten die Gäste und aus dem kleinen Fenster fiel milchiges Licht aus dem Weg. Sonst war es gänzlich dunkel. Aus den feuchten Wiesen stiegen Nebel auf. Und die Märsche war nur noch als Schatten in der Ferne zu erkennen. Die beiden Landsknechte beeilten sich und lautlos huschten sie über die Gräser, immer im Schutze des hohen Seitenstorches, den Weg säumten. Die Märsche kannte den Heimweg auch in finsterer Nacht. Gingen sie doch oft an der alten Landwehr entlang. Und kräftig wie sie war, kannte sie keine Angst. Und so schlug sie auch diesmal den Pfad durch den Wald ein, nicht ahnend, dass ihr jemand folgte. Die Bäume standen dicht zusammen. Efeu klomm an den dicken Stämmen hinauf. Und überall wuchsen Polster aus Moos, die die Schritte der Märsche dampfen ließen. Sie hatte bereits eine gute Strecke des Weges zurückgelegt, als sie mit einem Male ein leises Wimmern hörte. Lauschend hielt sie inne und blickte sich um. Nochmal und noch einmal erklang das Wimmern. Und es schien ihr, als läge dort im Unterholz ein verwundetes Rehkitz. Es waren aber die beiden Landsknechte, die sich das Moos zu Nutzen gemacht hatten und leisen Schrittes an der Märsche vorbeigeeilt waren. Bereits zu finsteren Taten lauerten sie im Dickicht und ahnten den jämmervollen Tierlaut nach, während die Märsche entschlossen die Zweige auseinanderschob und sich anschickte, ins Gebüsch zu spähen. Schlichen die beiden um sie herum und im nächsten Augenblick packten sie sie von hinten und warfen sie zu Boden. Die Märsche schrie einen schrillen Schrei aus und schlug mit Armen und Beinen um sich. War sie doch eine robuste Frau, die sich zu wehren wusste. Die beiden Landsknechte umklammerten sie. Ja,
Es kauerte sich der eine auf ihren Rücken, hielt Arme und Beine fest. Und der andere versuchte, nach dem Beutel zu tasten. Aber die Märsche war stark. Und so gelang es ihr, die Kerle abzuschütteln und sich umzudrehen. Burschen, was wollt ihr von mir? Rief sie und funkelte die beiden zornig an. Was fragt ihr? Euer Geld, so rückt es heraus, sprachen die beiden Landsknechte. Pah, Geld, schrie die Märsche verächtlich und spuckte auf den Boden. Von mir bekommt ihr keinen einzigen Gulden. Trollt euch, ihr Armseligen! Damit wollte sie sich aufmachen und an den beiden vorbeistapfen. Die Landsknechte aber blickten sich an, nickten einander zu und plötzlich hielt jeder seinen groben Stein in der Hand. Willst es ja nicht anders, sagte der Jüngere, als er weit mit dem Arm ausholte. Wieder und wieder schlugen sie zu und bald wandten der tapferen Frau die Kneifte. Sie sank blutend ins Moos und starb auf der Stelle. Die beiden Burschen aber suchten im Kleid nach dem prall gefüllten Beutel. Ja, da fanden sie ihn. Und ungeduldig rissen sie an den Stoff. Aber anstelle von Münzen waren in dem Beutel bloß Schuhnägel. Die hatten so laut geklirrt. Die Mörder wurden gefasst und vor dem Ferngericht im Lehrbrock zum Tode am Galgen verurteilt. Der Galgen steht nicht mehr. Wohl aber an der Stelle, an der einst der Mord geschah, ein Kreuz errichtet. Dies moosbefleckte Kreuz mit der Inschrift erinnert noch heute an die grausige Tat. Man findet es auf dem Weg vom Stift Tilbeck in Richtung Schabdeppen unter alten Bäumen am Waldrand. Dies ist eine Sage aus Lehrburg. Aus dem Buch Die schönsten Sagen aus dem Münsterland. Ausgewählt und erzählt von Marion Kurtsteger. Aus dem Pro Libris Verlag. Vorgetragen oder gelesen von Jack Tengo. Das war Jack Tengo erzählt Sagen.